Julia Gressel und ihr Hund Cookie wagen ein neues Abenteuer. Zum ersten Mal wollen sie beim Wettbewerb Strong Dog in Rieden mitmachen. Ein Parcours, bei dem sie insgesamt 10 Hindernisse überwinden müssen. Wenn der Cookie mit mir über alle Hindernisse geht, dann glaube ich, breche ich echt in Tränen aus. Weil ihr sagt ja, der ist ein sehr ängstlicher Hund, für den ist es gerade echt anstrengend. Und wenn er das für mich macht, dann ist das das größte Beweis, dass er mir vertraut. Und das kommt auf die beiden zu. Eine Woche vorher. Cookie ahnt noch nicht, was ihn erwartet. Er ist ein echter Familienhund und der Liebling von Julias und Andreas 2,5-jähriger Tochter Sophia. Keine Angst. Die ihn hingebungsvoll umsorgt. Der 3-jährige Hund ist ein Mischling, stammt aus Griechenland und die Gressels wissen nicht viel über ihn. Ich weiß nicht, ist der mal auf der Straße in Griechenland geschlagen worden? Oder er hat halt in ganz vielen Situationen wahnsinnig viel Angst und braucht einfach immer die Rückversicherung, dass wir da sind. Und ja, am Anfang war also allein bleiben ganz schwierig. Er muss auf jeden Fall, glaube ich, körperlich einmal misshandelt worden sein, weil es gibt Bewegungen, da kriegt er total Panik. Deshalb ist Vertrauen das Allerwichtigste, was Julia ihrem Cookie vermitteln will. Der Hindernislauf soll eine vertrauensfördernde Maßnahme werden. Der zweite Hund der Familie hatte ein ganz anderes Temperament. Runa, die Wolfshündin, ist impulsiv und immer darauf aus, ihre Menschen zu beschützen. Mit beiden Hunden macht Julia Gressel Zughundesport, auch Canicross genannt, als Ausgleich zum Familienleben. Sie ist erst vor 3 Jahren zu ihrem Mann ins oberbayerische Dietersheim gezogen, hat seine blinde Oma gepflegt, ein Baby bekommen und war plötzlich nur noch daheim in einer neuen Umgebung. Es war halt alles relativ anstrengend, weil eine neue Situation, kein Job mehr, plötzlich Mama, wo man ja auch relativ einsam ist. Und ja, ich war dann irgendwann total verloren und habe mir gedacht, ich kann nichts mehr, ich mache nichts besonders mehr. Und dann ist losgegangen mit dem Canicross. Das ist Joggen mit Hund. Beim Wandern trägt Andreas die Tochter in der Kraxe und Julia lässt sich von den Hunden ziehen. Und beim Mountainbiken kann sich Wolfshündin Runa auspowern. Für Julia Gressel, die aus Kiefersfelden stammt und früher viel in den Bergen unterwegs war, genau das Richtige. Gutes Mädchen! Mit Hunden und Pferden ist sie aufgewachsen. Beim Strong Dog Wettbewerb wird sich erweisen, wie viel Vertrauen Cookie schon zu ihr hat. Bei der Vorbereitung hilft ihr Ehemann Andreas. Der ist Veranstaltungstechniker und steht bei allem, was sie tut, hinter seiner Julia. Ich bin nur da. Wir versuchen jetzt halt mal mit dem Cookie unter der Plane durchgehen, weil wir haben das noch nie gemacht und ich hab gehört, da ist so ein Hindernis mit Plane und das kann am schwierigsten werden, weil die halt raschelt und schauen wir mal. Nur wenn Julia selbst ruhig bleibt und Zuversicht ausstrahlt, haben Cookie und sie eine Chance. Gehst du mit mir unten durch, Bube? Super. Super! Überraschung. Fein! Es klappt aufs erste Mal. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Super! Feiner! Gleich nochmal. Vom Super. Ängstlichen Hund keine Spur. Fein. Erster Test bestanden. Und zack, super gemacht. Aber gleich kommt noch eine Aufgabe für den wasserscheuen Hund aus dem Süden. Beim Wettbewerb gibt es auch Wasserhindernisse. Am Pullinger See will Julia mit ihm dafür trainieren. Test mal das Wasser für dich. Pass auf. Schau mal, wie es kalt ist. Lang mal rein. Nein. Nein, das ist zu kalt.
Kalt? Oh ja. Das Wasser hat vielleicht 5 Grad, aber auch wenn es wärmer ist, mag Kuki nicht hinein. Ob er schon weiß, dass genau das auf ihn zukommt? Ja, weil ich ja schon die ganze Zeit zum See schaue. Und ich glaube, er merkt einfach auch an meiner Stimmung, dass er da jetzt rein soll. Ja, er müsste eigentlich da rein. Jetzt schauen wir mal. Cookie, komm, das ist nicht schlimm. Ich kann es mal mit Anlauf probieren. So, Cookie. Komm, jetzt. Jetzt zeigen wir es alle. Komm, hopp. Hopp, 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 hopp. Keine Chance. Es ist kalt, es ist wasserig, es ist nass. Und wie wär's mit Leckerlis als Bestechung? Der macht für Leckerli gar nichts. Also, die sind für ihn Belohnung, aber da krieg ich ihn nicht dazu. Er macht Sachen nur für einen. Und es schaut gerade nicht so aus. Ein paar Tage später wird es ernst. Ob sich Kuki noch an seine Trainingseinheit erinnert? Familie Gressel ist am Abend vor dem Hindernislauf schon angereist, mit dem Wohnmobil nach Kreutberrieden in der Oberpfalz. Um sich auf den Parcours vorzubereiten, greift Julia noch einmal auf ihr geballtes Know-how mit Tieren zurück. Ich bin ja eigentlich ein Pferdemädchen. Also ich komme aus dem Reitsport, bin da auch Springturniere geritten und habe auch ein Pferd gehabt, das relativ nervös war und unsicher. Deshalb weiß ich einfach, wie wichtig es ist, dass ich ruhig bin und einer auch nichts vorspiele. Deswegen übe ich immer so ein bisschen cooler zu werden bei solchen Events. Ich habe es noch nicht ganz geschafft, aber werde schon. Die Perfektionistin nutzt die Zeit, um sich schon mal den Parcours anzuschauen. 2 Kilometer mit 10 Hindernissen. Ja, also das erste Thema ist, ich bin gespannt, wie ich da drüber komme. Und das andere ist, er sickt heute nicht durch. Er läuft ja und läuft erstmal gegen eine Wand. Und durch das, dass heute der Cookie recht ängstlich ist oder manchmal nervös, konnte es schon sein, dass sie ihn gar nicht drüber bringen. Das war der schlechteste Fall. Und dann ist da noch der Angstgegner für Julia und Cookie, das Wasserhindernis. Es ist nicht nur ein kleiner Graben, sondern ein richtiger Weiher, durch den es nur schwimmend hindurchgeht. Jetzt geh ich heim. Ich habe mir echt gerade überlegt, wie tief das ist und ob ich gut durchkomme und einen Cookie tragen kann, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er da durchläuft. Aber wenn es tief wird, bleibt mir nichts anderes über. Weil außen rumlaufen ist nicht. Das macht man nicht. Samstag früh, der entscheidende Tag. Ab 8:30 starten die 360 Teams im Abstand von 30 Sekunden. Cookie ist verunsichert und bekommt Zuspruch von Julia. Für sie ist extra ihr Papa 300 Kilometer weit angereist und Ehemann Andreas ist sowieso da. Ich wünsche aber Erna vor allem viel Spaß und Durchhaltevermögen und an Cookie auch, dass er seinen Schweinhund überreißt und das Vertrauen zu beiden größer wird und auch zusammenwächst. Das wünsche ich Erna. Außerdem begleitet Julias Freundin Lou die beiden mit ihrem Hund Max. Der kleine Parson Russell soll dem großen ängstlichen Cookie beistehen und ihn ermutigen. Und dann sind sie an der Reihe. Gleich die ersten Hindernisse meistert Cookie auf seine Art. Lieber Slalom laufen als drüber springen. Danach die Baumstämme, die für ihn wie eine Wand sind. Cookie braucht Julias Hilfe, aber er folgt. Super! Perfekt! Dass er drüber ist! Go! Die beiden Freundinnen und ihre Hunde geben alles. Bis zum Weiher, das schlimmste Hindernis. Oh Gott.
Ein unglaublicher Erfolg für Julia und Cookie, der beflügelt für die letzten Meter. Erschöpft und glücklich quälen sie sich die Stufen hinauf zum Ziel. Wir haben alle Hindernisse gemacht. Ich bin fertig. Ich bin so stolz auf ihn. Völlig egal, welche Zeit wir haben. Wahnsinn, ich bin so glücklich und dankbar. Sensationell, super. Typisches Wettkampfteam. Cookie hat Julia tatsächlich vertraut. Ein Triumph über die Ängstlichkeit. Ziel erreicht. So. Den Sprung da unten, nie geglaubt. Nie. Gerade auch, wo wir geprobt haben oder trainiert haben dazu. Ein Ding der Unmöglichkeit, aber das ist echt, das gehört gefeiert heute. Der Strong Dog Parcours. Ein Erlebnis, das zusammenschweißt und das bei Cookie, Julia und ihrer Familie bestimmt noch lange nachwirkt.